Moin vom Gatsu aus Aurich, mein Name ist Inga und heute machen wir einen Daiquiri-Cocktail. So, für den Daiquiri brauchen wir einen Shaker, eine Cocktailschale, einen kleinen Messbecher, einen Strainer, einen Barlöffel, Eiswürfel, Zuckersirup, Rum und Zitronensaft. Als erstes markieren wir unseren Platz mit dem Coaster. Dann kühlen wir unsere Shaker und Gläser vor. Seien das Schmelzwasser ab aus der Cocktailshaker. Dann brauchen wir 1,5 cl Zitronensaft. Viereinhalb cl weißen Rum. Und 2 Barlöffel Zuckersirup. So, dann den Shaker gut zumachen. Mit Hilfe der Handserviette den Shaker festhalten. Und entweder hoch und runter schlagen oder vom Bauch weg. Kräftig hoch und runter schlagen, dass die Eiswürfel oben und unten zerbrechen. Und man erkennt daran, dass der Shake fertig ist, wenn er beschlagen ist. Einmal das Schmelzwasser aus dem Glas abseihen. Cocktail eingießen, nochmal leicht hin und her schwenken, dass wir auch alles mitkriegen. Und dann ist der Cocktail schon fertig. Prost! So, der Daiquiri ist ein sommerlicher Before-Dinner-Cocktail. Wie schon mal erwähnt, ist in dem Cocktailrezept das Schmelzwasser von dem Cocktailshaken mit einberechnet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.